Herzlich willkommen bei Eschas Tarot. Liebe Jungfrau, ich möchte für dich einmal schauen, was die nächste Kalenderwoche für dich bereithält energetisch. Die beginnt am 10. und endet am 16. April. So, die erste Orakelkarte ist gerade rausgeflogen und da haben wir den Richter. So, ich erkläre die gleich, wenn alle drei Karten liegen. Da sind mir jetzt zwei aus der großen Arkana rausgefallen, deswegen habe ich jetzt beide mal ausgelegt und werde natürlich beide auch deuten. Oh je, okay, gut. Da haben wir, wie gesagt, einmal den Richter, wir haben die Sterne als eine gute Zukunftsprognose, wir haben die Liebenden und wir haben den König der Stäbe. Und es wirkt hier tatsächlich, als ob hier irgendwie eine Entscheidung her muss. Eine ganz wichtige Entscheidung. Der Richter trifft Entscheidungen, er bringt Dinge wieder ins Gleichgewicht, ne? Recht wird gesprochen, vielleicht ist da auch irgendwas aufgedeckt worden, ne? Vor Gericht werden ja auch die Beweise aufgedeckt oder präsentiert, sodass einfach Licht ins Dunkeln gebracht wird, ne? Hier haben wir eine schöne Zukunftsprognose. Es kann sein, dass man sich auch Dinge hier zu schön vorstellt, als sie wirklich sind. Das muss ich jetzt einmal ganz deutlich dazu sagen. Es kann aber auch der Ausblick auf eine schöne Zukunft sein. Oder diese Prognose, es steht unter einem guten Stern. Das hat mit dieser Karte zu tun, ne? Es ist irgendwie abgesegnet von oben. Das Universum möchte, dass es dir gut geht und es wird dir gelingen. So. Jetzt haben wir die Liebenden. Die Liebenden haben für mich immer so zwei große Bedeutungen. Einmal auf der einen Seite natürlich große Liebe, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Dualität bzw. Standpunkte. Mann und Frau schauen hier auf dieser Karte in unterschiedliche Richtungen. Dementsprechend haben sie unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Perspektiven. So, jetzt haben wir hier auch noch den König der Stäbe. Ne? Der König der Stäbe ist ein sehr hitzköpfiger König, sehr temperamentvoll, sehr risikobereit, abenteuerlustig. Also der König der Stäbe fackelt nicht lange. Ne? Er ist assoziiert mit dem Feuer, mit dem Element Feuer. Er hat diese tanzenden Löwen im Hintergrund, was so ein bisschen auf Sternzeichen Löwe verweisen kann. Ne? Und es wirkt hier tatsächlich, als ob hier in dieser ganzen Geschichte diese Attribute, die alle Karten hier mitbringen, als ob da eine Entscheidung getroffen werden muss. Ich weiß tatsächlich nicht genau wie. Das muss ich jetzt tatsächlich sagen. Und ich habe jetzt hier auch tausend Beispiele im Kopf, die aber irgendwie zu, also wenn ich die jetzt mitteilen würde, es wäre zu verwirrend. Wie gesagt, du musst auch ein bisschen selber schauen auf dein Leben, schauen, in welchen Bereichen trifft das hier zu und welche Bereiche, wo stelle ich mir etwas vielleicht zu schön vor, wo gibt es eine gute Aussicht. Es wirkt hier, wie gesagt, wie eine Entscheidung, vielleicht im Thema Liebe, aber auch vielleicht bei jemandem, der einen anderen Standpunkt hat als du. Und irgendwie ist da der König der Stäbe mit drin. Also wenn du jemanden kennst, der so ein bisschen feurig ist, der so sehr gerne Komplimente macht, sehr schnell brennt für Dinge, ne? Dann könnte dieser König in dieser Woche für dich wichtig werden. Könnte auch eine Königin sein, das sind Personenkarten. Die sind nicht geschlechtsspezifisch bei mir. So. Okay, liebe Jungfrau, das war dein kurzer Wochenimpuls. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Halt auf jeden Fall die Augen offen, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen.